Hallo, es gibt ein neues Food Diary. Ich habe in letzter Zeit mal wieder ein bisschen mitgefilmt, was ich so gegessen habe. Ich filme eigentlich nie alle Mahlzeiten an einem Tag, weil morgens esse ich in der Regel das Gleiche und das filme ich dann natürlich nur einmal. Mittags gibt es meistens irgendwelche Reste, so vom Vortag, das filme ich dann oft auch nicht nochmal, weil ich es euch ja schon abends gezeigt habe. Und ja, das Augenhauptmerk. Wie sagt man das noch gleich? Der Fokus jedenfalls, der liegt eher so auf dem Abendbrot. Gerade zur Zeit probiere ich viele neue Rezepte aus und liebe es da, abends irgendwas Leckeres zu kreieren. Ja, zu den Portionsgrößen noch. Ich zeige es halt einmal, aber ich zeige es nicht nochmal, wenn ich was nachnehme oder so, sondern es soll ja eh nur zur Inspiration dienen. Also orientiert euch nicht daran. Ich nehme auch gerne nochmal einen Nachschlag oder so. Genau, die Rezepte schreibe ich in die Infobox. Und falls ihr trotzdem noch irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Ach, was freue ich mich doch heute wieder über mein Essen. Es gibt so eine Buddha oder Poke Bowl. Ich habe Milchreis mit Wasser gekocht. Das ist schön klebrig. Hier ist ein Kurkuma-Tofu von Taifun. Den hatte ich vorher noch nie, aber das ist echt lecker. Ich habe den gerade probiert. Hier ein paar Möhren und Erbsen und Koriander. Selbstgezogene Sprossen, das sind Alfalfa-Sprossen. Dann habe ich noch Pilze in Sojasauce angebraten. Die Erdnusssoße kommt da gleich noch rauf. Hier auf dem Teller habe ich die schon ein bisschen drauf gemacht. Das sah irgendwie nicht so schön aus, deshalb habe ich jetzt noch gewartet, bis ich das hier filme. Und ja, das ging wieder so schnell zu machen und ist trotzdem so lecker und gesund. Ich lieb's. Nachtisch ist für mich ein Muss. Heute gibt es getrocknete Ananas, getrocknete Maulbeeren und Medjool-Datteln. Einmal mit Zartbitterschokolade gefüllt und einmal mit Walnüssen. Die Trockenfrüchte habe ich alle von Palmyra Delights. Kann man online bestellen. Ich mache euch mal den Link in die Infobox. Oft schmeckt mir mein Abendessen so gut, dass ich dann am nächsten Tag nochmal was Ähnliches kreiere. So auch heute. Es gibt wieder eine Bowl. Mit gebackenen Kartoffeln. Räuchertofu habe ich auch im Ofen gebacken. Hatte ich noch Reis über von gestern, da ist ein bisschen Sojasauce drauf und ein paar angebratene Pilze. Dann gibt es Blattspinat, der ist roh, den sieht man fast gar nicht. Da oben drauf ist ein bisschen Sauerkraut und Sprossen. Und Möhren, die sind roh. Die können wir dann in den Hummus dippen. Die habe ich gerade selber gemacht. Ich mache Hummus jetzt nur noch selber. Also ich finde das so gut. Ich habe hier Spinat reingemacht und kann da auch total kreativ sein und ja, verschiedene Farben und Geschmäcker machen. Man das jetzt ein bisschen grün durch den Spinat. Man kann auch rote Beete reingeben oder so. Dann wird es pink. Ich habe gerade wieder einen riesigen Topf gemacht. Schmeckt einfach so gut. Und dann hat man auch viel mehr und ist viel günstiger. Und ja, I'm in love. Und dann gibt es noch Brokkoli. Genau, das war's. Ach ja, und dann noch als kleines Special noch gebackene Kichererbsen hier auf den Hummus gemacht. Habe ich einfach mit in den Ofen geschoben. Das ist mein Nachtisch heute. Eine Schale von meinen selbstgemachten Granola. Die ersten Erdbeeren des Jahres dazu. Und noch einen Löffel von meinem selbstgemachten Cashew-Joghurt. Und als Milch habe ich Hafermilch genommen. Zum Mittag gibt es mal wieder Reste. So habe ich mir so einen Salat gemacht. Hier unten mit Lollo Rosso, mein Lieblingsdressing aus Tahin, Senf und Wasser. Dann habe ich hier noch gekochten Brokkoli, gebackene Süßkartoffel. Immer wenn ich Kartoffeln im Ofen backe, dann mache ich gleich Süßkartoffeln noch mit für den nächsten Tag oder andersrum. Habe ich noch Möhren und Zucchini, Kichererbsen, gebackene Kichererbsen, ein bisschen was von meinem Hummus, ein bisschen Apfel habe ich auch noch drin. Ich mag Apfel ganz gerne im Salat. Noch Möhre für den Hummus. Ich glaube, das war's. Zum Abendbrot gibt es heute Bratkartoffeln. Dafür habe ich einfach gekochte Kartoffeln mit Zwiebeln angebraten. Dazwischen ist noch so ein geschnetzeltes von Like Meat. Dann hatten wir voll Lust auf Rotkohl. Habe ich auch ewig nicht mehr gegessen. Und Wirtspinat. Den gibt es im Tiefkühlregal. Der ist auch vegan. Da habe ich noch Brot gebacken. Das ist glutenfrei. Das habe ich für meine Mama eher gebacken. Ich wollte es mal probieren. Sieht aber ziemlich gut aus sogar. Und dazu gibt es noch Hummus. Und einen leckeren cremigen Aufstrich, den habe ich letztens schon mal gezeigt. Und ganz wichtig zu Kartoffeln ist auch immer Ketchup. Zum Nachtisch gibt es jetzt noch ein Cornetto-Eis.
weiß nicht, ob das neu ist. Ich hatte das auf jeden Fall noch nie. Wow, ist sogar glutenfrei, sehe ich gerade. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Oh. Auch? Heute gibt es mal wieder was Asiatisches. Und zwar hatte ich noch diese Nudeln über von der Rahmsuppe, die ich letztens gemacht habe. Die findet ihr in dem alten Food Diary von hier vor. Dazu habe ich eine Tofu-Gemüsepfanne gemacht. Den Tofu lege ich immer gern schon ein paar Stunden vorher ein. In Miso-Paste vermische ich mit Wasser und Sojasauce. Dann kommt da richtig schön viel Geschmack. Und ja, die Soße habe ich einfach improvisiert. Ich habe leider nicht aufgeschrieben, wie viel ich von was genommen habe. Hätte ich mal machen sollen, weil die ist richtig gut geworden. Aber die Zutaten weiß ich noch. Und zwar habe ich die so angedickt mit Speisestärke. Also ist der Speisestärke drin. Und Wasser. Sojasauce, Hafermilch, Ahornsirup. Also es ist richtig die wilde Kombi, aber es schmeckt erstaunlich gut. Erdnussmus ist auch noch drin. Und dann noch Gewürze, so Knoblauchpulver und ja, an Gemüse habe ich einfach nur Karotte, Zucchini und Brokkoli und Zwiebel. Das ist recht simpel. Und dann habe ich das Ganze noch mit Koriander getoppt hier und so ein Kurkuma-Gewürz. Yes. Eigentlich esse ich ja morgens immer mein geliebtes Bananeneis, aber der Mixer ist leider kaputt gegangen. Deshalb musste ich heute mal auf Porridge umsteigen. Das ist auch voll lecker, das habe ich mit Haferflocken natürlich gemacht und Chiasamen, Wasser, gematschte Banane, Kakao und Rosinen. Und obendrauf habe ich gefrorene Heidelbeeren, noch mehr Banane, Datteln und Erdnussmus. Das Erdnussmus habe ich ein bisschen mit Wasser gemixt, weil ich sonst nur so einen Klumpen da drauf gehabt hätte, weil es so voll fest war. Dann noch eine kleine Schale von meinem selbstgemachten Granola mit ein bisschen Milch und Hafermilch. Dann habe ich mir noch einen Tee gemacht, weil es heute voll kalt ist. Also passt es auch ganz gut, dass ich mal Porridge esse. Und dann lese ich noch mein Buch dazu und frühstücke hier jetzt gemütlich. Heute Abend gibt es Linsendal. Das ist super schnell und einfach gemacht. Ich habe erst Zwiebeln, Ingwer und Knoblauch und ein bisschen Kokosöl angebraten. Und dann habe ich Linsen dazu gegeben, 2 Tassen und 2 Tassen Wasser. Und sobald das Wasser aufgesogen war, habe ich eine Kokosmilchdose dazu gegeben und Tomatenpassata. Und ja, die ganze Flüssigkeit wird dann von den Linsen aufgenommen. Und ich habe das gewürzt mit Salz und Pfeffer, Kurkuma, Kreuzkümmel, Pfeffer und noch verschiedene asiatische Gewürze, noch so ein Scharfmachergewürz. Und hier oben drauf ist jetzt noch frischer Koriander, Mungobohnensprossen und Tofu. Und das schmeckt auch am nächsten Tag noch voll gut. Und ich habe noch übrigens Rosinen und Erbsen reingemacht. Das mag ich auch immer ganz gerne. Und dann esse ich noch eine Scheibe Brot. Das habe ich selbst gebacken mit da ist Hummus unter. Und dann ein Stück veganer Käse. Bin jetzt nicht der größte Fan, aber wenn wir das mal haben, dann esse ich das schon manchmal. Und noch ein bisschen Bärlauchpesto da drauf. Und dieses Dal schmeckt auch mega gut am nächsten Tag. Beziehungsweise ich habe es heute schon mittags gemacht. Und dann ist das jetzt heute Abend schon schön durchgezogen. Und ich habe vergessen zu sagen, dass ich da noch Kartoffeln drin habe. Die hatte ich noch über von gestern dann. Die sind da unten drin, damit die ein bisschen warm werden, weil ich habe die jetzt nicht warm gemacht. Aber man kann es auch einfach so essen. Ich glaube, typisch in Indien isst man das einfach nur so. Und man kann auch Naanbrot dazu essen oder ein anderes Brot oder Reisnudeln oder ganz klassisch Reis oder Hirse. Also mega viele verschiedene Sachen passen dazu. Zum Nachtisch gibt es seit Ewigkeit mal wieder Pudding. Ich bin totaler Pudding-Fan. Falls ihr euch fragt, was das ist, das ist die Puddinghaut von dem Pudding von meiner Mama. Die mag die nämlich nicht und ich liebe Puddinghaut. Das ist das Beste, finde ich. Ich mache den immer mit Sojamilch, weil mit Hafermilch, da ist irgendwie so ein Enzym drin und dann wird es manchmal nicht ganz fest. Aber ja, ansonsten, Puddingpulver ist natürlich vegan, also kann man das genauso zubereiten wie anderen Pudding auch. Halleluja, was für ein leckeres Frühstück. Ich habe mir Pancakes gemacht. Ich halte mich nie an Rezept, ich mache die immer unterschiedlich. Heute habe ich mal Apfelessig reingemacht und dadurch sind die eben so schön fluffig geworden. Und ich hatte noch extra mehr Pudding gemacht gestern Abend, den esse ich dazu. Und dann habe ich noch so einen Zimtapfel gemacht im Topf, also den warm gemacht mit Rosinen und Zimt. Dann ist hier noch eine Dattel, ein bisschen Banane und dann esse ich auch noch Ahornsirup und Erdnussmus dazu. Und das war's mit dem Food Diary. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid.
Ich erwähne es nochmal, ich habe ein Rezepte-E-Book geschrieben, das habe ich endlich fertiggestellt und das schicke ich euch gerne per E-Mail zu, wenn ihr Interesse habt. Es ist kostenlos, ich würde mich natürlich über eine Spende bei PayPal, irgendwie für 2 Euro oder so, sehr freuen. Ja, also wenn ihr Interesse habt, dann schickt mir einfach eine E-Mail-Adresse, die verlinke ich unten und dann schicke ich das Buch an diese E-Mail-Adresse von euch zurück. Viel Spaß beim Nachkreieren in der Küche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Au revoir!